Helfer auf vier Pfoten legen los. Auf geht's! Alle Pfoten halten zusammen. Fellfreunde, wir haben Rettungseinsätze zu erfüllen. Lass uns den Einsatzcomputer aktivieren. Drücke die X-Taste. Paw Patrol! Bäuerin Yumi hat gemeldet, dass ein paar Entenküken in ein Loch draußen auf dem Bauernhof gefallen sind. Wir müssen ihnen helfen. Wir müssen durch das Maislabyrinth, um zu den Entenküken zu gelangen. Chase kann seine Superspürnase einsetzen, um den Weg durch das Maislabyrinth zu finden. Dann kann Marshall seine Wasserdüsen einsetzen, um das Loch aufzufüllen, damit die Enten herausschwimmen können. Sky wird von der Luft aus ein Auge auf die Entenküken haben. Rubble muss die Felsen aus dem Weg räumen, damit Marshall zu den Enten gelangen kann. In Ordnung, Paw Patrol. Lasst uns diese Entenküken retten. Um zu den Entenküken zu gelangen, müssen wir durch das Maislabyrinth auf dem Bauernhof von Bäuerin Yumi. Folge dem Weg, um zum Labyrinth zu gelangen. Bewege den linken Stick, um Chase in diese Richtung zu bewegen. Du hast es geschafft. Jetzt folge dem Weg bis zum Maislabyrinth. Du hast ein Leckerli gesammelt. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um am Ende des Rettungseinsatzes besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Manchmal musst du weiter... Das ist toll! Jetzt versuche... Großartiger Sprung! Drücke die X-Taste, während sich dein Fellfreund in der Luft befindet, um höher zu springen. Fantastisch! Jetzt lass uns weitermachen und springen, um diese Entenküken zu retten. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gesammelt. Nicht schlecht. Bei jedem Einsatz gibt es 5 goldene Pfotenabdrücke, die gesammelt werden können. Wenn du alle findest, erhältst du eine weitere Überraschung. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Bewege den linken Stick, um deinen Fellfreund in diese Richtung zu bewegen. Finde alle möglichen Leckerlis. Der Weg wird von einer Kluft unterbrochen. Siehst du die Haken dort drüben? Chase kann sein Netz in Verbindung mit den Haken benutzen, um höher zu springen und die Kluft zu überwinden. Drücke die Quadrattaste, um Chase zu helfen, sein Netz auszuwerfen. Jetzt bewege Chase zum Netz, um zu springen. Fantastisch! Jetzt gute Arbeit. Du hast das Netz benutzt, um weiterzukommen. Mach weiter so. Siehst du das Seil? Du kannst nach dem Seil greifen. Sobald du nach dem Seil gegriffen hast, bewege dich nach links, um es zu ziehen. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Lass uns weitermachen. Wir müssen diese Entenküken finden. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besonders... Gute Arbeit! Wir sind fast da!
Siehst du diesen Baumstamm? Chase kommt da auf keinen Fall vorbei. Sieht so aus, als bräuchte er Skys Hilfe. Um Hilfe durch die Paw Patrol zu kläffen, drücke die Dreieck-Taste. Sky hat den Baumstamm aus dem Weg geräumt, damit Chase weitermachen kann. Jetzt können wir weitergehen. Du hast die Leckerlis gefunden. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Perfekt! Du hast es geschafft! Sieh mal, du hast Chase geholfen, das Maislabyrinth zu finden. Er kann seine Superspürnase einsetzen, um den Weg durch das Maislabyrinth zu finden. Um Chase Superspürnase einzusetzen, drücke die Kreistaste. In Ordnung, na bitte. Chase kann mit Hilfe seiner Nase den Weg durch das Labyrinth finden. Drücke die X-Taste, um ihm zu helfen, die Spur aufzunehmen. Das war's. Jetzt folge der Spur, um den Ausgang des Labyrinths zu finden. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Du hast Chase dabei geholfen, den Weg zu den Entenküken zu finden. Jetzt hilft Marshall, dem Weg bis zum Loch zu folgen und setze seine Wasserdüsen ein, um das Loch aufzufüllen, damit die Entenküken herausschwimmen können. Marshall! Lass uns weitermachen. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Wenn du nicht weit genug springen kannst, kann Marshall seine Wasserdüsen einsetzen, um zu schweben. Drücke die Quadrattaste, um Marshall zu helfen, zu schweben. Gute Arbeit! Du hast Marshall geholfen, zu schweben. Mach weiter und erreiche diese Entenküken. Sammle weitere Leckerlis. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Diese Felsen versperren aber den Weg. Wir brauchen Rubble und seinen Bagger, um sie aus dem Weg zu räumen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt.
Marshall hat die Entenküken gefunden. Okay, jetzt hilft Marshall, seine Wasserdüsen einzusetzen, um das Loch aufzufüllen und die Entenküken zu retten. Schalte die Wasserdüsen ein, indem du die Kreistaste drückst. Jetzt hilft Marshall, die Wasserdüsen auf das Loch zu richten. Bewege den Wasserstrahl, indem du den linken Stick bewegst. Richte den Wasserstrahl auf das Loch, damit der Wasserpegel steigt. Fast geschafft. Mach weiter so. Du hast es geschafft. Du hast Marshall geholfen, die Entenküken zu retten. Wir haben es geschafft. Die Entenküken sind in Sicherheit und glücklich. Gute Arbeit, Paw Patrol. Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Hey, Freunde, wir haben einen neuen Einsatz. Paw Patrol zur Zentrale! Wir haben gerade von Bauer Alfred erfahren, dass seine Schafe feststecken. Die alte Brücke ist eingestürzt und sie kommen jetzt nicht mehr nach Hause. Sky muss losfliegen und herausfinden, wo die Schafe sind. Rocky muss diese Brücke reparieren. Dann können die Schafe wieder sicher nach Hause. Dann kann Chase seine Sirene einsetzen und die Schafe von der Straße wegtreiben. Marshall kann seine Leiter einsetzen, um Rocky zur Pfote zu gehen und ihm zu helfen, zur Brücke zu gelangen. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Schafe stehen auf einer Straße in der Nähe des Bauernhofs. Hilf Sky, durch den Himmel zu fliegen und herauszufinden, wo sich die Schafe befinden. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Hilf Sky, ihren Flugrucksack zu nutzen, um dort hochzufliegen. Um Skys Flugrucksack zu nutzen, um dort hochzufliegen, drücke die Quadrattaste. Finde und sammle... Spektakulär! Du hast es geschafft! Fasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst.
Finde alle möglichen Leckerlis. Die Schafe sind irgendwo auf diesem Weg. Folge dem Weg, um die Schafe zu finden. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Das ist toll! Achte auf den Wind. Sky kann in den Wind springen, um durch die Lüfte zu fliegen. Aktiviere Skys Flugrucksack, um zu fliegen, indem du die Kreistaste drückst. Hilf Sky, sie muss fliegen. Verwende den linken Stick, um Sky durch die Lüfte zu bewegen. Achte auf Vögel und Sturmwolken und hilf Sky, auf dem Wind zu reiten. Fantastisch! Perfekt! Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Verwende den linken Stick, um Sky durch die Lüfte zu bewegen. Gut gemacht! In Ordnung. Du hast Sky geholfen, durch die Lüfte zu fliegen und die Schafe zu finden. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle alle Leckerlis, die du findest. Sky hat die Schafe gefunden. Jetzt brauchen wir Chase, um ihnen von der Straße zu helfen. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Du hast Sky dabei geholfen, die Schafe zu finden und Chasey von der Straße zu treiben. Jetzt ist Rocky an der Reihe. Hilf ihm, diese Brücke zu reparieren, damit die Schafe wieder nach Hause können. Rocky! Wir haben die Hälfte bis zum Ende geschafft. Die Leckerlis gefunden. Wir müssen dort hoch. Rocky kann diesen Schrott dort zu einer Leiter recyceln. Drücke die Quadrattaste, um Rocky zu helfen, den Schrott zu recyceln. Du hast Rocky geholfen, eine Leiter herzustellen. Jetzt können wir weitermachen. Um Rocky zu helfen, die Leiter hochzuklettern, bewege den linken Stick. Fantastische Kletterpartie. Lass uns weitermachen. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten.
Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Folge dem Weg bis zur eingestürzten Brücke, damit Rocky sie reparieren kann und die Schafe wieder nach Hause können. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Du hast die Leckerlis gefunden! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Gute Arbeit! Fantastische Kletterpartie! Lass uns weitermachen! Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Finde alle möglichen Leckerlis. So hoch kann Rocky nicht springen. Vielleicht kann Marshall ihm mit seiner Leiter helfen. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Du hast alle Leckerlis bei diesem. Rocky kann dieses Baumaterial nutzen, um neue Bauteile für die Brücke herzustellen. Um Rocky zu helfen, das Baumaterial zu einem neuen Bauteil für die Brücke zu recyceln, drücke die Kreistaste. Du hast es geschafft! Hilf Rocky, die Bauteile an die richtige Stelle zu bewegen. Um das Bauteil an die jeweilige Stelle zu bewegen, drücke die X-Taste. Fantastisch! Gut gemacht! Du hast alle Bauteile platziert und Rocky dabei geholfen, die Brücke zu reparieren. Jetzt können alle Schafe sicher nach Hause zurück. Gute Arbeit! Alle Bauteile platziert und Rocky dabei geholfen, die Brücke zu reparieren. Jetzt können die glücklichen Schafe sicher zurück nach Hause. Gute Arbeit, Paw Patrol! Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Fellfreunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette die Häschen. Paw Patrol zur Zentrale. Paw Patrol, wir haben gerade Meldung erhalten, dass eine Hasenfamilie auf der Zugbrücke umherwandert. Rubble wird vorlaufen, um den Weg mit seinem Presslufthammer zu räumen, damit Chase den Tunnel erreichen kann. Chase kann seine Superspürnase einsetzen, um den Weg durch den Tunnel zu finden und zu den Häschen zu gelangen. Zuma kann Rubble mit seinem Luftkissenboot dabei helfen, den Fluss zu überqueren. Marshalls Leiter kann Chase dabei helfen, zum Tunnel hochzuklettern. Alles klar! Paw Patrol, lasst uns ein paar Häschen retten.
Trouble. Paw Patrol, wir müssen den Weg räumen und diese Häschen auf der Zugbrücke erreichen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Dieser Felsen kann Rubble nicht aufhalten. Er kann seinen Presslufthammer nutzen, um den Felsen in kleinere Teile zu zertrümmern. Hilf Rubble, den Felsen mit seinem Presslufthammer zu zertrümmern, indem du die Quadrattaste drückst. Gut geräumt. Mach weiter, damit wir zu diesen Häschen kommen. Du hast die Leckerlis gefunden. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Ich erfasse einen goldenen Pfoten ab. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Rubble kann seinen Flugrucksack verwenden, um diese Felsen aufzunehmen und den Weg zu restaurieren. Aktiviere Rubbles Flugrucksack, indem du die Kreistaste drückst. Das ist toll! Hilf Rubble, die Felsen an die richtige Stelle zu bewegen. Verwende den linken Stick, um jeden Felsen zu bewegen. Das ist toll! Perfekt! Du hast alle Felsen platziert und Rubble dabei geholfen, den Weg zu restaurieren. Jetzt können wir zu den Häschen. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Der Weg vor uns führt zur Zugbrücke. Rubble braucht aber deine Hilfe, um die Felsen aus dem Weg zu räumen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Perfekt! Finde alle möglichen Leckerlis. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Rubble kann hier nicht hinüberschwimmen. Zuma muss uns zur Pfote gehen. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Finde und sammle... Danke, dass du Rubble dabei geholfen hast, den Weg zu den Häschen zu räumen. Jetzt ist Chase an der Reihe. Hilf ihm, seine Superspürnase im Zugtunnel einzusetzen, um die Häschen zu finden. Chase! Wir haben die Hälfte bis zum Ende geschafft. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst.
wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Der Weg liegt dort oben. Gut, wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. In Ordnung, na bitte. Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. Fantastisch! Finde alle möglichen, wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Gute Arbeit! Das ist toll! Die Häschen sitzen auf der Zugbrücke in der Falle. Folge dem Weg, um sie zu finden. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Perfekt! Du hast es geschafft! Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Gut gemacht! Du hast Chase geholfen, die Häschen mit Hilfe seines Netzes zu retten. Die Häschen sind in Sicherheit und glücklich. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst.
Feld, Freunde. Wir haben einen neuen Einsatz. Rette einen Adler. Verwende den linken Stick, um zwischen den Einsätzen zu wechseln und drücke die X-Taste, um zu spielen. Paw Patrol zur Zentrale. Jake war gerade wandern, als er einen Adler mit einem verletzten Flügel auf dem Berggipfel sah. Paw Patrol, dieser Adler braucht unsere Hilfe. Sky hat eine spezielle Flugschiene, die dem Adler helfen wird. Sie muss sie Marshall auf dem Zug geben. Dann wird Marshall auf den Berg klettern und dem Adler mit Hilfe seines Röntgengeräts helfen. Rubble kann seinen Bagger einsetzen, um den Weg freizuräumen. Und Rocky kann sein Recyclingfahrzeug nutzen, um eine neue Brücke zu bauen und Marshall zu helfen, auf den Berg zu kommen. Alles klar! Paw Patrol, lasst uns den Adler retten. Sky! Wir müssen dem verletzten Adler helfen. Sky muss die spezielle Flugschiene zu Marshall auf dem Zug bringen, damit er den Adler versorgen kann. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Das ist toll! Die Felsen versperren aber den Weg. Wir können das nicht so lassen. Kläffe um Hilfe, damit Rubble sie aus dem Weg räumt. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz um besondere Leckerlis. Sieh mal, das ist ein verlassener Bahnhof. Hier fahren keine Züge mehr. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. In der Nähe gibt es einen Gute Arbeit! Wir sind fast da! Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst.
Lass uns weitermachen. Marshall ist auf dem Zug vor uns. Hilf Sky, ihm die spezielle Flugschiene zu bringen, damit er dem Adler helfen kann. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Du hast die Leckerlis gefunden. Perfekt! Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Hilf Sky, sie muss fliegen. Gut gemacht. Fantastisch. Verwende den linken Stick, um Vögeln und Wolken auszuweichen. Sie werden Sky aufhalten. Verwende den linken Stick, um Vögeln und Wolken auszuweichen. Sie werden Sky aufhalten. Gute Arbeit! Verwende den linken Stick, um Vögeln und Wolken auszuweichen. Sie werden Sky aufhalten. Verwende den linken Stick, um Vögeln und Wolken auszuweichen. Sie werden Sky aufhalten. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Du hast es geschafft! Marshall hat jetzt die spezielle Flugschiene. Hilf ihm, sie zum Adler zu bringen, damit er wieder durch die Lüfte gleiten kann. Doc, Marshall. Wir sollten dem Weg folgen. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Finde alle möglichen Leckerlis. Siehst du die zerstörte Brücke dort? Marshall kann den Schrott zusammenbinden, um eine Brücke herzustellen.
Um Rettungssanitäter Marshall zu helfen, seine Verbände zu verwenden, um die Brücke zu reparieren. Das hat uns wirklich weitergebracht. Bringen wir dem Adler jetzt Skys Flugschiene. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Hilf Marshall, die spezielle Flugschiene zum Adler auf den Berg zu bringen. Auf geht's! Sammle alle Lecker. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Gute Arbeit! Das Tor vor uns ist verschlossen. Marshall kann aber sein Röntgengerät einsetzen, um die Felsen und Büsche nach dem Schlüssel zu durchleuchten. Hilf Marshall, mit seinem Röntgengerät nach dem Schlüssel zu suchen, indem du... Fantastisch! Bewege das Röntgengerät über die Büsche und Felsen, um den Schlüssel zu finden. Verwende den linken Stick, um den Scanner zu bewegen. Wenn du den Schlüssel gefunden hast, drücke die X-Taste. Wenn du den Schlüssel gefunden hast, drücke die X-Taste. Du hast Marshall geholfen, den Schlüssel zu finden. Jetzt lass uns weitermachen und den Adler finden. Du hast die Leckerlis gefunden. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Das ist toll! Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Wir müssen eine längere Brücke bauen, um die Kluft überqueren zu können.
Wir brauchen Rocky, damit er diesen Schrott recycelt. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Du hast den Adler gefunden. Jetzt kann Marshall sein Röntgengerät verwenden, um herauszufinden, was nicht in Ordnung ist. Welche Felf? Perfekt! Wenn du die Verletzung gefunden hast, drücke die X-Taste. Halte den Scanner über der Verletzung und drücke die X-Taste. Wenn du die Verletzung gefunden hast, drücke die X-Taste. Du hast es geschafft! Alles klar. Marshall hat dem Adler die Schiene angelegt. Er ist so glücklich, dass er wieder fliegen kann. Gute Arbeit, Paw Patrol. Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Goldleckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Freunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette einen Wal. Verwende Paw Patrol zur Zentrale. Paw Patrol. In der Bucht ist ein Wal gestrandet. Captain Tollpatsch hat ein super starkes Walseil, um den Wal zu retten, aber es ist ins Wasser gefallen. Wir müssen es ihm wiederbringen. Marshall muss den Wal erreichen und seine Wasserdüsen einsetzen, um den Wal feucht zu halten. Zuma kann tief abtauchen, um das super starke Walseil zu bergen und es Captain Tollpatsch zu bringen. Chase kann seine Sirene nutzen, um die Vögel fernzuhalten. Alles klar, Paw Patrol, lasst uns einen gestrandeten Wal retten. Chase!
Marshall! Hilf Marshall, den gestrandeten Wal zu erreichen und seine Wasserdüsen einzusetzen, um den Wal feucht zu halten. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Gute Arbeit! Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Ein goldener Pfotenabdruck! Du hast es geschafft! Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Bleib auf diesem Weg, um zum gestrandeten Wal zu gelangen. Finde alle möglichen Leckerlis. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Du hast es geschafft! Du hast die Leckerlis gefunden! Die Vögel versperren aber den Weg. Wir brauchen Chase, damit er sie verscheucht. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit. In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Das ist toll! Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Wir haben den Wal gefunden. Jetzt kann Marshall seine Wasserdüsen einsetzen, um den Wal feucht zu halten. Wähle die Fellfreund perfekt. Richte den Wasserstrahl aus, indem du den linken Stick bewegst. Fast geschafft. Mach weiter so. Das war's. Marshall hält den Wal feucht. Jetzt ist Zuma an der Reihe. Hilf ihm, in die Bucht abzutauchen, um das superstarke Walseil zu bergen und es Captain Tollpatsch zu bringen. Wir haben die Hälfte bis zum Ende geschafft.
Siehst du das Tauchschild dort? Zuma kann hier abtauchen und das Seil erreichen, um diese Brücke herunterziehen zu können. Hilf Zuma abzutauchen, indem du die Quadrattaste drückst. Halte den Scanner über dem Schlüssel und drücke die X-Taste zu lassen. Jetzt mach weiter so. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Wir müssen das superstarke Walseil finden und es zu Captain Tollpatsch zurückbringen, damit wir dabei helfen können, diesen Wal zu retten. Du hast die Leckerlis gefunden. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Fantastisch! Finde alle möglichen Leckerlis. Wenn du das Schwimmschild siehst, bedeutet das, dass Zuma durch das Wasser schwimmen kann. Hilf Zuma durch das Wasser zu schwimmen, indem du die Kreistaste drückst. Achtung, fertig nass werden! Hilf Zuma zu schwimmen! Um Zuma im Wasser auf und ab zu bewegen, verwende den linken Stick. Achte auf Fische und Seegras. Wenn du dort hineinschwimmst, wird Zuma langsamer. Reite auf den Wasserströmungen. Gut gemacht! Ein goldener Pfotenabdruck! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Fantastisch! Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Alles klar. Du hast Zuma geholfen, durch das Wasser zu schwimmen. Wir haben Captain Tollpatsch dabei geholfen, den gestrandeten Wal zu retten. Der Wal ist richtig glücklich. Gute Arbeit, Paw Patrol. Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Hey Freunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette die Meeresschildkröten. Paw Patrol zur Zentrale. Oh nein! Captain Tollpatsch hat gemeldet, dass sich eine Familie von Seeschildkröten auf dem Weg zurück zur Bucht verirrt hat. Wir müssen ihnen helfen.
Sky kann durch die Gegend fliegen, um nach den Seeschildkröten zu suchen. Rubble kann den Weg zurück zur Bucht reparieren, damit die Seeschildkröten das Wasser erreichen. Rocky wird mit Rubble gehen und sicherstellen, dass der Weg frei ist. Alles klar. Paw Patrol, lasst uns die Seeschildkröten retten. Wir müssen die verirrte Seeschildkrötenfamilie finden. Hilf Sky, die Schildkröten aus der Luft zu... Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Du hast es geschafft! Wir können den verirrten Seeschildkröten helfen, zur Bucht zurückzukehren. Aber zuerst müssen wir sie finden. Mach weiter! Du hast die Leckerlis gefunden! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Finde alle möglichen Leckerlis. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Hilf Sky, sie muss fliegen. Fantastisch! Verwende den linken Stick, um Vögeln und Wolken auszuweichen. Sie werden Sky aufhalten. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Das ist toll! Verwende den linken Stick, um Vögeln und Wolken auszuweichen. Sie werden Sky aufhalten. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Gut gemacht! Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Sky hat die Seeschildkröten auf dem Weg vor uns gesichtet. Hilf jetzt Rubble, den Weg zu reparieren, damit die Seeschildkröten zur Bucht gelangen. Rubble! Lass uns weitermachen.
sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerlis. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Gute Arbeit! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Perfekt! Hilf Rubble, die Felsen an die richtige Stelle zu bewegen. Gut gemacht! Perfekt! Du hast die Leckerlis gefunden! Die Seeschildkröten brauchen deine und Rubbles Hilfe, um den Weg zurück zur Bucht zu finden und nach Hause zurück. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Ein goldener Pfotenabdruck! Du hast es geschafft! Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Finde alle möglichen Leckerlis. Das ist zu tief. Rubble kommt hier nicht rüber. Wir brauchen Rocky, damit er eine Brücke aus diesen Teilen zusammenbaut. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Das ist toll! Hilf Rubble, die Felsen an die richtige Stelle zu bewegen. Gute Arbeit! Das ist toll! Du hast Rubble dabei geholfen, den Weg zu reparieren. Die Schildkröten sind froh, wieder nach Hause zurückkehren zu können. Gute Arbeit, Paw Patrol! Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Fellfreunde, wir haben einen neuen Einsatz. Repariere die Brücke für die Häschen. Paw Patrol zur Zentrale! Wir haben gerade erfahren, dass ein Erdrutsch eine Brücke zerstört und eine Hasenfamilie abgeschnitten hat. Wir müssen den Weg räumen und die Brücke reparieren, um sie zu retten. Rubble kann Felsen mit seinem Presslufthammer hervorragend aus dem Weg räumen. Rocky kann die Brücke reparieren, damit die Häschen wieder nach Hause hoppeln können. Marshall kann Rubble mit seiner Leiter weiterhelfen.
Sky wird ihren Hubschrauber benutzen, um Rocky dabei zu helfen, die Brücke zu erreichen. Alles klar. Paw Patrol, lasst uns zur Schlucht aufbrechen und die Häschen retten. Die Hasenfamilie sitzt in der Schlucht in der Falle. Rubble braucht deine Hilfe, um mit seinem Presslufthammer den Weg zu räumen, damit Rocky die eingestürzte Brücke reparieren kann. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Perfekt! Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Gut gemacht! Hilf Rubble, die Felsen an die richtige Stelle zu bewegen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, mach weiter so. Hilf Rubble, den Weg zu den Häschen mit Hilfe seines Presslufthammers zu räumen. So hoch kann Rubble nicht springen. Wir brauchen Marshall und seine Leiter. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Du hast die Leckerlis gefunden. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du?
geschafft! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Finde und sammle alle Leckerlis, die du... Rubble hat den Weg freigeräumt. Jetzt ist Rocky an der Reihe. Hilf ihm, die Brücke zu reparieren und die Häschen zu retten. Rocky! Lass uns weitermachen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Das ist toll! Fantastische Kletterpartie! Lass uns weitermachen! Finde alle möglichen Leckerlis. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Rocky kann nicht so weit springen. Kläffe um Skys Hilfe, um diesen Baumstamm wegzuräumen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Geh zur eingestürzten Brücke, um Rocky dabei zu helfen, sie zu reparieren und die Hasenfamilie zu retten. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Fantastisch! Fantastische Kletterpartie! Lass uns weitermachen! Die Leckerlis gefunden. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Gute Arbeit. Fantastische Kletterpartie. Lass uns weitermachen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest.
Du hast es geschafft. Hilf Rocky, die Bauteile an die richtige Stelle zu bewegen. Gute Arbeit. Das ist toll. Gut gemacht, Paw Patrol. Diese Häschen sind so glücklich, dass wir die Brücke repariert haben, damit sie wieder nach Hause können. Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Goldleckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Hey Freunde, wir haben einen neuen Einsatz. Hilf einem verletzten Jake. Paw Patrol zur Zentrale. Paw Patrol, ich habe gerade von Jake gehört. Er war gerade dabei, die Schlucht zu erkunden, als er stürzte und sich verletzte. Chase kann seine Superspürnase nutzen, um herauszufinden, wo Jake gestürzt ist. Marshall kann sein Röntgengerät einsetzen, um herauszufinden, wo es wehtut und Jake dann verbinden. Rubble kann mit seinem Bagger sicherstellen, dass der Weg freigeräumt ist. Rocky kann Marshall helfen, zu Jake zu gelangen, indem er den Weg mit seinem Recyclingfahrzeug freimacht. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Lass uns Jake retten. Jake ist in der Schlucht gestürzt und hat sich verletzt. Chase muss Jakes Spur finden, damit Marshall seine Erste-Hilfe-Ausrüstung verwenden kann, um ihn zu verbinden. Auf geht's, Paw Patrol! Sammle weitere Leckerlis, die du findest. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle ab, um das Seil nach links zu ziehen. Bewege den linken Stick. Mach schnell. Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit. Wir sind fast da. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Geschafft! Finde alle möglichen Leckerlis.
Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. In Ordnung. Na bitte. Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Gute Arbeit! Hilf Chase weiterzumachen und Jake aufzuspüren. Er ist irgendwo auf diesem Weg gestürzt und hat sich dabei verletzt. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Gut gemacht! Perfekt! Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Diese Felsen versperren den Weg. Kläffe um Rubbles Hilfe, um sie aus dem Weg zu räumen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Du hast die Leckerlis gefunden. Chase ist Jakes Spur bis zu diesem Weg gefolgt. Jetzt muss Marshall dem Weg bis zu Jake folgen und dann sein Röntgengerät nutzen, um herauszufinden, wo er Schmerzen hat. Doc, Marshall. Lass uns weitermachen. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Fantastisch! Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Die Kluft ist zu groß, um zu springen. Wir brauchen Rocky, damit er eine längere Brücke aus diesem Schrott zusammenbaut. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Versuch es nochmal. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Weiter so. Jake ist auf diesem Weg gestürzt und Marshall muss ihn verbinden. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besonders... In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird.
Gute Arbeit. Wir sind fast da. Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Guck mal, dort ist Jake. Jetzt lass uns Marshall helfen, Jake mit seiner Erste-Hilfe-Ausrüstung zu verbinden. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Das ist toll. Wenn du die Verletzung gefunden hast, drücke die X-Taste. Du hast es geschafft. Fantastische Arbeit. Wir haben Jake gefunden und verbunden. Er steht wieder auf den Beinen und kann schon wieder lachen. Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Hey, Freunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette die Bucht. Paw Patrol zur Zentrale. Tollpatsch hat gerade angerufen. Er hat versucht, den Leuchtturm zu reparieren, als er das Leuchtfeuer in den Ozean fallen ließ. Ohne das Leuchtfeuer werden die Schiffe in der Bucht nicht wissen, wo sich die Felsen befinden. Paw Patrol, auf zum Einsatz! Zuma kann tief abtauchen, um das Leuchtfeuer zu finden. Dann kann er es Chase bringen. Chase kann seine Saugnäpfe verwenden, um am Leuchtturm hochzuklettern und Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer zurückzubringen. Rubble wird seinen Bagger einsetzen, um den Weg für Zuma zu räumen. Zuma wird Chase helfen, über das Wasser zum Leuchtturm zu gelangen. Okay, Paw Patrol, lasst uns den Tag retten. Ich meine die Bucht. Wir müssen das Leuchtfeuer bergen, das Captain Tollpatsch in die Bucht hat fallen lassen und es ihm wieder nach oben in den Leuchtturm bringen. Hilf Zuma abzutauchen und das Leuchtfeuer zu bergen. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du... Gute Arbeit! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick.
Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Finde alle möglichen Leckerlis. Mach weiter so. Hilf Zuma abzutauchen und Captain Tollpatschs Leuchtfeuer zu finden. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Achtung, fertig nass werden. Hilf Zuma zu schwimmen. Das ist... Achte auf Fische und Seegras. Wenn du dort hineinschwimmst, wird Zuma langsamer. Reite auf den Wasserströmungen. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Du hast es geschafft! Gemacht. Die Brücke ist durch diese Felsen versperrt. Rubble kann uns mit seinem Bagger helfen, sie aus dem Weg zu räumen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich... Fantastisch! Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Du hast Zuma geholfen, das Leuchtfeuer aus der Bucht zu bergen. Jetzt liegt es an Geheimspiel und Chase. Hilf ihm mit seinen Saugnäpfen, den Leuchtturm hochzuklettern und Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer zu geben. Superspion Chase! Wir sollten dem Weg folgen. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast die Leckerlis gefunden. Captain Tollpatsch wartet oben auf dem Leuchtturm.
Wir müssen ihm das Leuchtfeuer wiederbringen. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Wir müssen über das Wasser. Zuma kann mit seinem Luftkissenboot helfen. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Jetzt können wir weitergehen. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Geheimspion Chase kann hier rüber. Er kann eine Seilrutsche aus seinem Spionflugrucksack abfeuern, um über die Kluft zu gelangen. Verwende Geheimspion Chase Seilrutsche, indem du die Quadrattaste drückst. Gut gemacht! Du hast Geheimspion Chase geholfen, seine Seilrutsche einzusetzen. Jetzt mach weiter so. Finde alle möglichen Leckerlis. Wir haben es zum Leuchtturm geschafft. Jetzt kann Geheimspion Chase den Leuchtturm hochklettern und Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer zurückbringen. Wir müssen auf den Leuchtturm hoch und Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer bringen. Geheimspion Chase kann seine Spionsaugnäpfe nutzen, um die Wand hochzuklettern. Hilf Geheimspion Chase, seine Spionsaugnäpfe zu nutzen, um die Wand hochzuklettern, indem du die Kreistaste drückst. In Ordnung. Geheimspion Chase geht hoch. Hilf ihm, auf den Leuchtturm zu klettern und Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer zu bringen. Hilf Geheimspion Chase, mit dem linken Stick die Wand hoch und runter zu klettern. Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Nun klettere auf den Leuchtturm und bring Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Perfekt! Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Das ist toll!
Das Leuchtfeuer wurde repariert. Jetzt können die Boote in der Bucht wieder sicher sehen, wohin sie fahren. Gut gemacht, Paw Patrol. Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Fellfreunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette Walli das Walross. Paw Patrol zur Zentrale. Wir haben gerade mit Captain Tollpatsch gesprochen. Walli das Walross hat sich in einem Netz verfangen. Wir müssen ihm helfen. Der Weg ist durch Felsen versperrt. Rubble kann seinen Presslufthammer einsetzen, um den Weg freizuräumen. Sobald der Weg frei ist, kann Zuma abtauchen und das Netz zerschneiden, um Walli zu befreien. Rocky wird mit seinem Recyclingfahrzeug sicherstellen, dass Rubble durchkommt. Chase kann mit Hilfe seiner Sirene auf seinem Polizeiwagen alle fernhalten. Okay, Paw Patrol. Lasst uns Walli das Walross retten. Walli das Walross hat sich in einem Netz verfangen. Hilf Rubble, den Weg mit seinem Presslufthammer freizuräumen, damit Zuma abtauchen und das Netz zerschneiden kann, um Walli zu befreien. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Gut gemacht! Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Rubble kann nicht so weit springen. Wir brauchen Rocky, damit er aus diesen Teilen eine Brücke bastelt.
Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Mach weiter und hilf Rubble, den Weg vor uns zu räumen, damit Zuma abtauchen und Wally befreien kann. Finde alle möglichen Leckerlis. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Gute Arbeit! Hilf Rubble, die Felsen an die richtige Stelle zu bewegen. Du hast es geschafft! Das ist toll! Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Fantastisch! Sammle ab. Gute Arbeit! Nachdem Rubble den Weg freigeräumt hat, hilf Zuma, die Stelle im Wasser zu erreichen, an der Wally sich verfangen hat, damit er abtauchen und das Netz zerschneiden kann. Auf geht's! Zuma! Wir haben die Hälfte bis zum Ende geschafft! Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Das ist toll! Du hast die Leckerlis gefunden! Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Achtung, fertig nass werden! Hilf Zuma zu schwimmen! Achte auf Fische und Seegras. Wenn du dort hineinschwimmst, wird Zuma langsamer. Reite auf den Wasserströmungen.
Perfekt. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Du hast es geschafft! Mach weiter so. Wally das Walross hat sich im Wasser dort vorne in einem Netz verfangen. Hilf Zuma abzutauchen und Wally das Walross zu befreien. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Die Vögel sind überall auf dem Weg. Wir brauchen Chase, damit er sie vom Weg verscheucht. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Achtung, fertig nass werden. Hilf Zuma zu schwimmen. Achte auf Fische und Seegras. Wenn du dort hineinschwimmst, wird Zuma langsamer. Reite auf den Wasserströmungen. Perfekt! Das ist toll! Ein goldener Pfotenabdruck! Du hast es geschafft! Gute Arbeit! Du hast es geschafft! Fantastisch! Du hast Zuma geholfen, das Netz zu zerschneiden und Wally das Walross zu befreien. Wally ist so glücklich, wieder ungehindert schwimmen zu können. Gute Arbeit, Paw Patrol! Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Goldleckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst.
Freunde. Wir haben einen neuen Einsatz. Finde Herrn Pfeffers Blume. Paw Patrol zur Zentrale. Wir haben einen Anruf von Herrn Pfeffer erhalten. Er will an der Blumenschau von der Abenteuerbucht teilnehmen. Die Blume, die er sucht, wächst aber nur auf der Vulkaninsel. Sky sollte die Blume ganz einfach aus der Luft sichten können. Sobald wir die Blume gefunden haben, kann Chase seine Geheimspion-Saugnäpfe einsetzen, um sie zu pflücken. Rubble kann seinen Bagger einsetzen, um den Weg für Geheimspion Chase zu räumen. Paw Patrol, lasst uns Herrn Pfeffer helfen. Alles klar, Paw Patrol. Wir suchen nach einer seltenen Blume, die Herr Pfeffer für seine Teilnahme an der Blumenschau benötigt. Hilf Sky, durch den Himmel zu fliegen und herauszufinden, wo diese Blume wächst. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Ein goldener Pfotenabdruck! Du hast es geschafft! Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Du hast es geschafft! Herr Pfeffer braucht unsere Hilfe, um die seltene Blume zu finden, die auf der Vulkaninsel wächst. Lass uns weitersuchen. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Hilf Sky, sie muss fliegen. Perfekt! Gute Arbeit! Finde alle möglichen Lecken. Verwende den linken Stick, um Vögeln und Wolken auszuweichen. Sie werden Sky aufhalten. Fantastisch!
Das ist toll! Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Du hast die Leckerlis gefunden. Sammle alle Leckerli. Sky hat herausgefunden, wo die Blume wächst. Nun ist es Zeit für Geheimspiel und Chase. Hilf ihm, seine Saugnäpfe einzusetzen, um die Blume zu erreichen. Superspion Chase. Wir sollten dem Weg folgen. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Mach weiter so. Die Blume für Herrn Pfeffer ist direkt dort vorne. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Gut gemacht. Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. Das ist toll! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Perfekt! Der Weg ist durch diese Felsen versperrt. Wir brauchen Rubble mit seinem Bagger, um sie aus dem Weg zu räumen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Sammle weitere Leckerlis, die du findest.
Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Gut gemacht. Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. Gute Arbeit! Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Fantastisch! Finde alle möglichen Leckerlis. Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Gute Arbeit! Wir haben die Blume gefunden und sie Herrn Pfeffer gebracht. Jetzt wird Herr Pfeffer die schönste Blume auf der Blumenschau haben. So viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Fellfreunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette Mara die Effin. Paw Patrol zur Zentrale. Fellfreunde, wir haben gerade erfahren, dass die Lava des Vulkans eine Brücke zerstört hat und dass Mara, der Affe, jetzt in der Falle sitzt. Wir müssen ihr helfen. Marshall kann das heiße Gestein mit Hilfe seiner Wasserdüsen herunterkühlen, damit wir die Brücke erreichen können. Dann kann Rocky die Brücke reparieren, sodass wir Mara, den Affen, retten können. Wir können die Affen mit Hilfe von Chase Sirene auf seinem Wagen davor warnen, dass es nicht sicher ist. Und Sky wird ihren Hubschrauber benutzen, um Rocky dabei zu helfen, die zerstörte Brücke zu erreichen. Paw Patrol, lasst uns Mara den Affen retten. Sky!
Marshall! Hilf den Fellfreunden, die zerstörte Brücke zu erreichen und zu reparieren, damit wir Mara den Affen retten können. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Perfekt! Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Wir müssen an dem heißen Gestein dort vorne vorbei. Mach weiter und hilf, das heiße Gestein mit Marshalls Wasserdüsen herunterzukühlen. Du hast die Leckerlis gefunden! Dieses Gestein ist zu heiß, um es zu überqueren. Marshall kann seine Wasserdüsen einsetzen, um es herunterzukühlen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Lass uns was anderes ausprobieren. Gute Arbeit! Richte den Wasserstrahl aus, indem du den linken Stick bewegst. Fast geschafft! Mach weiter so! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Für diese Affen ist es nicht sicher hier. Wir brauchen Chase, um sie zu verscheuchen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen.
Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Das ist toll! Richte den Wasserstrahl aus, indem du den linken Stick bewegst. Fast geschafft! Mach weiter so! Gute Arbeit! Du hast Marshall geholfen, das Gestein herunterzukühlen, damit Rocky die Brücke reparieren und wir Mara den Affen retten können. Rocky! Wir haben die Hälfte bis zum Ende geschafft. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Du hast es geschafft! Fantastische Kletterpartie. Lass uns weitermachen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Finde alle möglichen Leckerlis. Weitere Leckerlis, die du findest. Rocky kann nicht so weit springen. Wir brauchen Sky, um diesen Baumstamm zu beseitigen, damit wir weitermachen können. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Fantastisch! Fantastische Kletterpartie! Lass uns weitermachen! Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Die Brücke dort vorne wurde durch die Vulkanlava zerstört. Hilf Rocky, die Brücke zu reparieren und Mara zu retten. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Gut gemacht! Hilf Rocky, die Bauteile an die richtige Stelle zu bewegen. Das ist toll!
geschafft! Du hast dabei geholfen, die Brücke zu reparieren und Mara den Affen zu retten. Sicher und gesund auf festem Grund. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Hey, Freunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette Herrn Pfeffer und Alex. Paw Patrol zur Zentrale. Oh nein, Herr Pfeffer hat uns gerade von Jakes Berg aus angerufen. Er war mit Alex wandern, sie wurden aber von einer Lawine voneinander getrennt. Everest hat den Schlüssel, um das Tor zum Wanderpfad zu öffnen. Sie muss mit dem Snowboard den Berg hinabfahren und das Tor für Chase öffnen. Chase kann Herrn Pfeffer und Alex mit seiner Superspürnase aufspüren. Von hoch oben wird Sky ein Auge auf die Situation haben. Dann kann Everest ihr Schneemobil einsetzen, um Herrn Pfeffer und Alex zu retten. Okay, Paw Patrol. Lasst uns zu Jakes Berg gehen und Herrn Pfeffer und Alex retten. Wir müssen Herrn Pfeffer und Alex finden. Hilft zuerst Everest dabei, mit dem Snowboard den Berg hinabzufahren. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. So weit kann niemand springen. Everest kann ihren Wurfhaken einsetzen, um dort hinüberzukommen. Hilf Everest, ihren Wurfhaken abzufeuern, indem du die Quadrattaste drückst. Gute Arbeit! Du hast Everest geholfen, ihren Wurfhaken einzusetzen. Mach weiter, um das Schneemobil von Everest zu erreichen. Siehst du das Schild dort? Das sieht wie eine Snowboard-Piste aus. Everest ist eine Snowboard-Expertin. Nutze jetzt das Snowboard von Everest, indem du die Kreistaste drückst. Na bitte! Jetzt hilf Everest, mit dem Snowboard den Berg hinabzufahren. Drücke die X-Taste, um mit Everest zu springen. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst.
sammle weitere Leckerlis, die du findest. So weit wird Everest wohl nicht springen können. Sky muss uns zur Pforte gehen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Lass uns weitermachen. Hilf Everest dabei, das Tor am Fuße des Berges zu erreichen und es zu öffnen, damit wir Herrn Pfeffer und seinen Enkel Alex retten können. Ein goldener Pfotenabdruck! Du hast es geschafft! Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Na bitte! Jetzt hilf Everest, mit dem Snowboard den Berg hinabzufahren. Drücke die X-Taste, um mit Everest zu springen. Die Leckerlis gefunden. Alles klar. Everest hat das Tor zum Wanderpfad geöffnet. Nun liegt es an Chase, Herrn Pfeffer und Alex mit seiner Superspürnase aufzuspüren. Chase! Lass uns weitermachen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Perfekt! Das ist toll! Finde alle möglichen Leckerlis. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? In Ordnung. Na bitte. Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Denk dran, das ist gut gemacht. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Hilf Chase, gute Arbeit! Wir sind fast da!
Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Du hast die Leckerlis gefunden. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Fantastisch! Du hast es geschafft! Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Gute Arbeit! Gut gemacht! Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Dort sind Herr Pfeffer und Alex. Jetzt brauchen wir Everest, um den Schnee mit ihrem Schneemobil wegzuräumen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Gut gemacht. Du hast Everest dabei geholfen, den Schnee wegzuräumen und Herrn Pfeffer und Alex zu retten. Sie sind so glücklich, wieder zusammen zu sein. Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Eine neue Fellfreunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette Jake am Skilift. Paw Patrol zur Zentrale. Wir haben gerade einen Anruf von Jake drüben am Berg erhalten. Der Skilift steht still und Jake steckt jetzt fest. Wenn Rocky die Brücke repariert, kann Everest zur Snowboardpiste. Dann kann Everest den Berg hinabfahren und ihren Wurfhaken verwenden, um den Skilift zu reparieren. Everest kann ihr Schneemobil benutzen, um Rocky dabei zu helfen, die Brücke zu erreichen. Lasst uns Jake retten. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Everest.
Paw Patrol. Wir müssen die Brücke reparieren, damit Everest mit ihrem Snowboard den Berg hinabfahren und den Skilift reparieren kann, um Jake zu retten. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Finde alle möglichen Leckerlis. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Das ist toll! Fantastische Kletterpartie! Lass uns weitermachen! Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Hilf Rocky, dem Weg zur eingestürzten Brücke zu folgen, damit er sie reparieren kann. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Du hast die Leckerlis gefunden. Dieser Schneehaufen versperrt den Weg. Everest kann ihr Schneemobil einsetzen, um ihn wegzuräumen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Du hast es geschafft! Fantastische Kletterpartie. Lass uns weitermachen.
Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Gut gemacht. Hilf Rocky, die Bauteile an die richtige Stelle zu bewegen. Perfekt. Du hast es geschafft. Alles klar. Du hast Rocky geholfen, die Brücke zu reparieren. Jetzt kann Everest die Snowboardpiste erreichen und den Berg zum Skilift hinabfahren. Everest! Lass uns weitermachen. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Na bitte, jetzt hilf Everest mit dem Snowboard den Berg hinabzufahren. Drücke die X-Taste, um mit Everest zu springen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Du hast die Leckerlis gefunden. Wow, du hast Everest geholfen, den Fuß des Berges zu erreichen. Gute Arbeit. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Perfekt. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Jake sitzt im Skilift fest. Mach weiter und hilf Everest, den Skilift dort vorne zu erreichen. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Na bitte, jetzt hilf Everest mit dem Snowboard den Berg hinabzufahren. Drücke die X-Taste, um mit Everest zu springen.
Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Wow! Du hast Everest geholfen, den Fuß des Berges zu erreichen. Gute Arbeit. Einfach toll. Wir haben den Skilift instand gesetzt und Jake steht jetzt wieder sicher auf festem Boden. Gut gemacht, Paw Patrol. Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Hey, Freunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette die stinkigen Affen. Paw Patrol zur Zentrale. Paw Patrol, ich habe gerade Neuigkeiten von Carlos im Dschungel gehört. Ein paar Affen haben mit der Titanwurz gespielt und sich mit stinkigem Schleim beschmutzt. Wir müssen ihnen helfen, diesen Gestank loszuwerden. Tracker kann uns mit seinem Supergehör helfen, die Affen zu finden. Dann kann Marshall seine Wasserdüsen einsetzen, um diesen stinkenden Affen ein Bad zu verpassen. Zuma kann Tracker mit seinem Luftkissenboot helfen, das Wasser zu überqueren. Paw Patrol, auf zum Air Patroller! Lasst uns diesen Affen helfen, den Gestank loszuwerden. Wir müssen die Affen finden, die mit der Titanwurz gespielt haben, damit Marshall ihnen mit seinen Wasserdüsen ein Bad verpassen kann. Hilf Tracker mit seinem Supergehör, den Weg zu finden und ihm zu folgen. Tracker kann mit Hilfe seiner Kletterseile hinüberschwingen. Hilf Tracker mit Hilfe seiner Kletterseile über die Kluft zu schwingen, indem du die Quadrattaste drückst. Fantastisch! Jetzt können wir weiter nach diesen stinkigen Affen suchen. Finde alle möglichen Leckerlis. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Dort ist ein Labyrinth. Tracker kann sein Supergehör einsetzen, um der Geräuschspur der Affen zum Ausgang des Labyrinths zu folgen.
Nutze Trackers Supergehör, indem du die Kreistaste drückst. In Ordnung, na bitte. Tracker kann sein unglaubliches Gehör einsetzen, um den Weg durch das Labyrinth zu finden. Drücke die X-Taste, um ihm zu helfen. Das war's. Jetzt folge der Geräuschspur, um den Ausgang des Labyrinths zu finden. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Denk daran, dass du Tracker helfen kannst, den Weg zu erhören, indem du die X-Taste drückst. Perfekt! Du hast Tracker geholfen, durch das Labyrinth zu gelangen und den Weg zu den Affen zu finden. Sammle, hilf Tracker herauszufinden, wo sich die stinkenden Affen auf dem Weg befinden. Tracker muss über das Wasser gelangen. Wir brauchen Zuma und sein Luftkissenboot. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Das ist toll! Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Toll! Du hast Tracker geholfen, mit seinem Supergehör die Spur der Affen aufzunehmen. Jetzt muss Marshall zu ihnen gelangen und seine Wasserdüsen einsetzen, um ihnen ein Bad zu verpassen. Marshall! Wir haben die Hälfte bis zum Ende geschafft. Du hast die Leckerlis gefunden. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Perfekt! Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Gute Arbeit! Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Du hast die Leckerlis gefunden!
Gute Arbeit. Wir sind fast da. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Gut gemacht. Richte den Wasserstrahl aus, indem du den linken Stick bewegst. Fast geschafft. Mach weiter so. Juhu! Du hast Marshall geholfen, diesen Affen ein Bad zu verpassen und den stinkenden Schleim loszuwerden. Gute Arbeit, Paw Patrol! Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Fellfreunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette Carlos im Dschungel. Paw Patrol zur Zentrale. Paw Patrol. Carlos aus dem Dschungel hat angerufen. Er sitzt im Tempel der Affenkönigin in der Falle. Legenden besagen, dass der Schlüssel zum Tempel irgendwo tief unten im Fluss liegt. Zuma kann hinabtauchen, den Schlüssel zum Tempel finden und ihn Tracker geben. Dann kann Tracker sein Supergehör nutzen, um den Eingang zum Tempel zu finden und den Schlüssel verwenden, um Carlos zu retten. Tracker kann mit seinem Geländefahrzeug Zuma dabei helfen, zum Fluss zu kommen. Und Marshall kann Tracker mit seiner Leiter helfen, den Tempel zu erreichen. Alles klar, Paw Patrol. Lasst uns mit dem Air Patroller zum Dschungel fliegen und Carlos retten. Wir müssen Carlos retten. Er sitzt im Tempel der Affenkönigin in der Falle. Hilft zuerst Zuma, nach dem Schlüssel zu tauchen. Dann kann Tracker sein Supergehör nutzen, um den Eingang zum Tempel zu finden. Und Carlos! Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Gemacht. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst.
Welche Fellfreundfähigkeit möchtest du einsetzen? Achtung, fertig nass werden. Hilf Zuma zu schwimmen. Achte auf Fische und Seegras. Wenn du dort hineinschwimmst, wird Zuma langsamer. Reite auf den Wasserströmungen. Fantastisch! Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Finde alle möglichen Leckerlis. Perfekt! Folge diesem Weg zum Fluss, in dem der Schlüssel zum Tempel liegt. Dann hilf Zuma, nach dem Schlüssel zu tauchen. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Du hast die Leckerlis gefunden. Zuma kann nicht über diese Kluft springen. Wir brauchen Tracker um diesen Baumstamm. Wähle, welche Fellfreundfähigkeit du nutzen möchtest. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die du einsetzen möchtest. Achtung, fertig nass werden. Hilf Zuma zu schwimmen. Achte auf Fische und Seegras. Wenn du dort hineinschwimmst, wird Zuma langsamer. Reite auf den Wasserströmungen. Das ist toll! Gute Arbeit! Du hast es geschafft! Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Perfekt! Zuma hat den Schlüssel gefunden. Nun hilft Tracker, den Eingang zum Tempel der Affenkönigin zu finden, damit wir Carlos retten können. Tracker! Wir haben die Hälfte bis zum Ende geschafft! Wähle die Fellfreundfähigkeit, die dich weiterbringen wird. Du hast es geschafft! Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Thank you.
Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Gut gemacht. Du hast die Leckerlis gefunden. Hilf Tracker, sein Supergehör einzusetzen, um den Tempel zu finden, damit wir Carlos retten können. So hoch kann Tracker nicht springen. Wir brauchen Marshall und seine Leiter. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Das ist toll! Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Hilf Tracker, das Labyrinth zu durchqueren. Denk daran, dass du Tracker helfen kannst, den Weg zu erhöhen, indem du die X-Taste drückst. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Denk daran, dass du Tracker helfen kannst, den Weg zu erhöhen, indem du die X-Taste drückst. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Denk daran, dass du Tracker helfen kannst, den Weg zu erhöhen, indem du die X-Taste drückst. Denk daran, dass du Tracker helfen kannst, den Weg zu erhöhen, indem du die X-Taste drückst. Gute Arbeit! Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Alles klar!
Du hast Tracker geholfen, den Tempel zu finden und wir haben den Schlüssel verwendet, um Carlos zu retten. Gut gemacht, Paw Patrol. Carlos ist glücklich, wieder frei zu sein. Du hast so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst.